wir wussten schon immer, dass es immer darum geht, dass man sich halt auch selbst in seinem Laden wohlfühlt, auch die Mitarbeiter. Müssen wir gucken, dass die halt nicht so trocken sind, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ja. Weil die hier sind schon ein bisschen von gestern, oder? Ja, die sind gestern, ne? Ja. Danke, Chef. Ja, du mich auch. Ich war, glaube ich, 2 Monate vor ihm schon da und dann kam ich eines Morgens oder Mittags in die Küche rein und da stand der Toni da. Diese Geschichte erzähle ich immer gern. Stand er da an seinem Brett, an seinem Posten, der war damals, glaube ich, in der Patisserie eingeteilt. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin die Mona und er sagt, hallo, ich bin der Toni. Ich wusste natürlich schon, dass der Neue da ist. Und dann hat es eigentlich schon relativ schnell mit uns funktioniert, weil wir auf einer Wellenlänge sind, waren damals schon. Wir haben dann irgendwie so nach 2-3 Jahren gemerkt, okay, da geht es für uns nicht weiter, das passt nicht so im Gesamten und haben uns dann gedacht, okay, wir können es eh viel besser. Wie man halt so denkt als 24-Jährige, ne? Und da schlauer ist als die ganze andere Welt. Und da haben dann irgendwann gesagt, okay, komm, dann gehen wir es halt an. Mein Name ist Toni Hohlfeld, ich bin 34 Jahre alt, mache das Restaurant Jantezeit 2015 mit der Mona Schrader gemeinsam. Wir sind hier in Hannover ansässig und seit 2020 mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet. Was wird? Zweimal Saibling, Johannes? Ja, das heißt. Über rein, gleich wieder drauf. 7 oder 2. Was längeres für? Kann ich kochen. Holländer kochen immer komisch. Es muss immer besonders sein. Das Wichtigste ist, dass sie in Ruhe noch ihren Kaffee genießen können. Weißt du? Ich spiele jetzt weg oder rein? Jawohl. Toni hat eine. Er hat ganz klar gesehen, dass er die Qualität der Produkte erkannt hat. Er hat hochwertige Produkte. Er hat auch wunderbar handwerklich gearbeitet. Und die Kreativität hat man auch schon sehr deutlich gesehen. Ich bin Hannes Finkbeiner, ich bin Journalist und schreibe hauptsächlich über gastronomische Themen. Ich war erst letztens jetzt da von Test. Ich darf zum Mittagessen. Das war herausragend. Also es war ein absolut herausragendes, einzigartiges Menü. Max, kannst du ein Tablet aufbauen? 1 für Schwein, 1 für Hummer? Jeweils 1. Irgendwann haben wir dann ein bisschen rumgesponnen und haben gesagt, Mensch, wie wäre es, wenn wir eigentlich mal so unseren eigenen Laden haben, dann
werden wir viel freier, wir können unser eigenes Ding machen. Wir hätten nicht immer von oben dieses, nee, ihr müsst, und heute machen wir mal dann doch auf das auf die Karte und hin und her. Und dann haben wir gesagt, komm, wir schauen einfach mal nach einem Objekt. Dann sind wir hier rein, haben uns das angeschaut und Küche war okay, das war irgendwie drin. Und dann habe ich halt nur Mona gefragt, ob sie halt inneneinrichtungsmäßig was rausholen kann oder was sie dazu sagt. Und sie hat gesagt, okay, sie kriegt das hin, wie man sieht. Wir haben viel selber gebastelt. Also ob der Aperitifwagen, der Kaffeewagen, da hat dann mein Bruder, der handwerklich sehr begabt ist, viel mit Holz gemacht. Er hat die Bar vorne auch selber gebaut. Wie hast du es gemacht? Quer. Kommt aber auf selber hinaus. Oh, die sind aber dunkel, glaube ich. Ja. Ist wichtig, wenn man es ohne Timer macht, ne? Ja. Aber ich glaube, diese Meringen sind halt nicht vielleicht. Da wirft man ran, dass die zu Luft sind. Wegschmeißen. Sorry. Du brauchst halt auch Leute, die ein bisschen Verstand haben, ein bisschen geradeaus laufen. Und dann funktioniert das natürlich ganz, ganz schnell. Und dann dauert es, sagen wir mal, eine Woche, zwei Wochen, dass du nicht im Weg stehst. So, und dann so nach zwei, drei Monaten mehr hast, bist du dann langsam im Flow, zumindest in diesem Abends drin, ne? Und der Rest kommt dann so ein bisschen von allein. So, jetzt 6 und 1, 2. 1, 1, 1. Danke. Alles gut. Habt ihr noch mal Zeit? Und das funktioniert natürlich auch nur über Augenhöhe. Und das auch zum Gast, genauso wie der Gast halt zum Service oder zum Köchen oder auch untereinander. Das ist auch nicht diese Service-Küchenfront, was natürlich sowieso bei uns relativ schnell aufgehebelt wurde, weil die Köche mit servieren. Das kommt natürlich für den Gast viel, viel besser an, wenn halt auch der Koch das Essen erklärt. Das wäre ja wie, wenn der Koch die Weine jetzt machen müsste, wird das natürlich auch nicht so gut funktionieren. Sehr gut. Der Schmetterling ist eine gebackene Waffel, die wir mit Waffeleis füllen. Oben auf ein bisschen Staub von getrockneten Blaubeeren. Das andere ist ein kleines Tartlett-Türmchen, sage ich jetzt mal. Wir haben ein bisschen Kürbiskrokant ganz unten. Eins aus kompletter weißer Schokolade und oben auf ein relativ klassisches, was mit gekochter Zitrone und Eberesche abgeschmeckt ist und ein bisschen gebrannten Baiser. Ja. Am besten das Türmchen mit einmal reinschieben. Ja, ist ein Schmetterling oder? Das ist halt etwas, wo ich sage, die stehen den ganzen Tag da, produzieren das und die dürfen stolz am Abend das präsentieren und erklären, was sie da produziert haben. Besser geht's ja gar nicht und das finden die Gäste auch toll. Wir sind ein Team, wir sind locker flockig, aber trotzdem auch professionell. So, und ich glaube, in den Jahren haben wir uns entwickelt und haben auch die Art von Service hier entwickelt und optimiert. Also oftmals sind Sachen entstanden aus der Not heraus. So, und da habe ich dann als Beispiel jetzt letztes Jahr im Winter, im Dezembermonat gesagt, wo wir wirklich jetzt zweit waren, ich schaffe das nicht mehr, wir brauchen irgendwie da eine Optimierung. Deshalb habe ich gesagt, ich brauche Tische, wo Besteckschubladen vorhanden sind, dass der Gast, der hat zwei gesunde Hände, sich einfach sein Besteckteil sich selber nachnimmt, also nachlegt, was er braucht. Er darf sich frei fühlen. Und wir wissen alle und wir hören es immer wieder. Oh, schön, dass es bei Ihnen keine Regeln gibt. Oh, schön, ich darf mich frei fühlen. Es hieß halt überall, okay, das ist nicht umsetzbar, das ist nicht machbar, das ist, funktioniert so nicht. Und gerade in ihrem Alter, wir hatten halt keine Rücklagen, also wir hätten eine 110% Finanzierung machen können, müssen. Und dann haben wir natürlich über andere Wege, Gott sei Dank, weil wir so schlau waren und den Mietvertrag schon unterschrieben hatten und das alles relativ kurz war, über andere Wege dann zwar nicht das Geld bekommen, was wir haben wollten, aber zumindest genug, dass wir starten konnten.
Bei dem ersten Abend der Eröffnung war es so, dass wir minus 5.000 Euro auf dem Konto hatten. Also das ist, musste funktionieren, sonst wären wir zwei Monate später eh pleite gewesen. So, ne? Ich glaube, so wird's gut. Also jetzt, ja. Komisches Ding, ne? Irgendwie. Naja, schauen wir mal. Wir haben den ersten oder zweiten Mittagsservice aufgehabt und an diesem Tag kam ein Herr mit einer Karte danach von Michelin zu uns und hat gesagt, ja, wie läuft's denn? Und schön, dass ihr auf seid. Hätten Sie mal 5 Minuten? Ich würde gerne mal, weil wir gar nichts gehört haben. Also das, wir wurden am zweiten Tag mittags schon getestet, am ersten und am zweiten, ich weiß gar nicht mehr. Und dann haben wir gesprochen und er hat gedacht, wir haben schon 3 Monate auf. Also es ist ja nicht nur so, dass sich so ein Sterne-Restaurant nur aus der Stadt selbst überleben kann. Das heißt, es braucht auch einfach Tourismus, um solche Restaurants und so eine Gastronomie am Leben zu erhalten. Und da ist mir die Stadt und das Stadtmarketing ehrlicherweise ein komplettes Rätsel. Also wir haben zum ersten Stern keinen einzigen Brief bekommen von der Stadt, von dem Bürgermeister nicht, von irgendeinem Beauftragten, der irgendwo eine Unterschrift drunter leistet, nicht. Das war beim zweiten Stern nicht anders. Dann wurde das aber ganz gut aufgegriffen mal in einer Zeitung oder wie auch immer. Und auf einmal kamen da mal 3 unterschrieben vom Bürgermeister Briefe und wie schön, dass es uns gibt und hin und her. Aber am Ende merkt man davon nichts. Natürlich geht es nicht von einem auf den anderen Tag, aber wir sind halt nicht schlau. Und wir schaffen es halt einfach nicht, das, was wir haben, rauszutragen, wo man mit Veranstaltungen oder vielleicht mit Packages oder überhaupt mit Außendarstellung. Man muss ganz klar sagen, aus einer 5-Sterne-Stadt wird auch ganz schnell eine Kein-Sterne-Stadt. Wir haben jetzt eine einmalige Chance auch, weil eben auch dieses Thema die grüne Stadt sehr hoch kocht, ein neuer Slogan, man möchte nicht mehr Durchschnitt sein. Und das ist ein ganz großer Moment gerade, der gerade stattfindet. Und ich glaube, wenn sich jetzt alle unterhaken und sagen, wir marschieren gemeinsam in die Richtung, dann kann Hannover in ein paar Jahren kulinarisch fest auf der deutschen Landkarte verankert sein. Aber es braucht dazu die Politik und es braucht das Marketing der Stadt. Es ist natürlich auch nicht mehr so, dass es wie früher ist, dass in jedem Menü Stopfleber, Auster, Trüffel, Rinderfilet im Hauptgang und Wildfangsteinbutt serviert werden muss. Und es geht dann doch eher so ein bisschen um das Gesamte, wo man sagt, okay,
das ist was Besonderes, das sind Kombinationen, die man vielleicht noch nicht hatte, das ist detailliert. Wenn man davon ausgeht, was man eigentlich am liebsten hat oder wo man sagt, okay, das holt einen auch ab, ob es in der Spitzenküche ist, wobei ich halt auch Spitzenküche definiere über Einfachheiten. Also finde mal noch eine gute Pizza. Ja. Das geht natürlich immer nur über gute Produkte, ein gutes Handwerk. Uns hier geht es zusätzlich noch so ein bisschen um wahrscheinlich mal Sachen zu präsentieren, die man vielleicht auch so noch nicht aus einem Produkt gegessen hat. Wie, weiß ich nicht, Pilz in einem Dessert oder wir arbeiten mit relativ viel Obst, mit Fermentationen. Und dadurch bilden sich natürlich extrem viele neue Geschmacksbilder. Es gehörte dazu, Silberbesteck und dann ein Arsenal an Weingläsern. Und dann saß man da mit den Vorderpfoten an der Tischkante und hatte den Schlips umgewickelt. Also, das war einfach das Sterne-Restaurant. Und das, glücklicherweise ist das alles viel, viel entspannter geworden. Und da hat sich die Entwicklung, ich glaube, da hat irgendwann der Guide Michelin auch erkennen müssen, dass sich mit der klassischen französischen Klassik, dass man dieses Konzept vielleicht ein bisschen weiter fassen muss und dass sich auch das Publikum das nicht mehr so wünscht. Also man kann auf so einem Niveau auch genießen, ohne vorher einen Anzug anzuziehen. So, okay, Samstag, 4. November. Wir haben heute Abend 23 Gäste und wir haben an der 1 zwei Personen. Ich war selbst sehr überrascht. Also wir wurden eingeladen, die Einladung ging an mich. Wo wir die ganze Zeit dachten, ich sage, Toni, hä? Haben die sich verschrieben? Wir saßen dann da und dann wurde ich aufgerufen für den Service Award. Und dann musste ich auf diese Bühne und mein Herz klopfte und hat mir damals der Christian Bauer dann diesen Service Award überreicht und da musste ich was sagen. Dann sagte der Moderator ja, und wie kommt man dazu? Dann dachte ich, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil ich war einfach wirklich nur überrascht, weil ich dachte, wir decken kein Besteck ein, wir machen keinen Wasserservice. Naja, und ich labere eigentlich die ganze Zeit nur dummes Zeug im Restaurant. Ich bin laut, ich bin aufdringlich. Naja, anscheinend ist es der richtige Weg. Gerne von den schönen Tisch. Ah, jetzt kann ich lesen. Gerne von den schönen Tischen, den schönen. Schönsten, danke. Dann stand ich auf dieser Bühne und habe auch nur gesagt, ja, weißt du nicht, eigentlich mache ich den ganzen Tag nichts. Und bin einfach nur so, wie ich bin und begrüße die Leute mit einem freundlichen Hallo, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist das. Authentisch sein, Persönlichkeit haben, versuchen, nicht zu sein wie alle anderen. Weil ich glaube, das ist auch das, dass man halt nicht versucht, noch so ein steifer Knochen da, der da rumrennt. Ich glaube, einfach wirklich mal ein bisschen locker sein. Aber ich bin immer eine Polnische. Ja, das ist immer mal für die Aber. Weil dann ist es schon. Super gut cheesy. Aber ohne, dass es dieses. Ja. Toni hat eine Idee und kreiert sein Gericht. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass er das tut und präsentiert mir dann das Gericht. Und dann sage ich dann immer meist noch. Aber das hier ist auf jeden Fall, was mir persönlich da vielleicht noch fehlen würde oder ob ich es super toll finde oder Säure, Süße, was auch immer. Naja, geht aber. Wenn es nur auf der Zunge zergehen lässt, dann hat es was. Das hat auch vorher was, finde ich. Entweder sagt Toni ja, okay, ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, hast du recht. Oder sagt, nee, will ich überhaupt nicht haben, das Gericht ist toll, so wie es ist. Ich glaube, man ist oft auch sehr verkopft in seine Idee, in seine Kreativität, die man dann da umsetzen möchte. Und es ist auch sehr anstrengend und schwierig. Ich meine, alle 6 Wochen irgendwie ein neues Gericht zu kreieren, das ist echt heavy. Ne? Das muss man sich mal überlegen. Also es ist ja wie alle 6 Wochen ein neues Lied rauszubringen.